Ja, hallo, ich bin Susanne Sörwegstatter und ich wollte dir heute erzählen, wie ich zur Ahnenkette gekommen bin. Ich sitze hier an meinem Kraftplatz an der Elbe. Hinten ist die Elbe. Das Wetter ist wunderschön, es ist ganz mild, total ungewohnt für Januar. Wir haben heute den 15. Januar 2020, ist total warm. Ja, wie bin ich zur Ahnenkette gekommen? Und zwar, ich muss ein bisschen aus meiner eigenen Geschichte erzählen, denn ich habe nie wirklich gute Verbindung zu meiner eigenen Mutter gehabt. Ich litt da sehr, sehr drunter, also hatte ganz, ganz furchtbar viele psychische Probleme gehabt. Durch das Nicht-Gewollt-Sein von meiner Mutter, durch die Ablehnung. Ja, und ich weiß eben, dass meine Mutter selber ein kleines Kind war, als ihre Mutter gestorben ist. Sie war 5 Jahre alt, damals im Krieg 1945, und ist dann mit ihren Geschwistern und mit ganz vielen anderen Kindern aus Polen nach Westen in einem sogenannten Kindertreck gekommen und dann in einem Kinderheim groß geworden und aufgewachsen. Das heißt, sie selber hat auch nie eine wirklich gute, fürsorgliche Mutter gehabt, die sie unterstützen konnte oder aufgefangen hat. Das hat sie natürlich weitergegeben. Ja, jetzt wusste meine Mutter auch nicht viel über ihre eigene Mutter und ich weiß halt gar nichts über den Namen oder auch über die Herkunft meiner Mutter. Ich weiß nur, meine Mutter ist in Polen geboren, in Breslau, und da war dann wohl ihre Familie auch gewesen. Das hat mich umgetrieben, Jahre, Jahrzehnte lang. Ich habe da wirklich drunter gelitten und habe dann gesagt, nee, ich muss jetzt hier irgendwie mal was machen, dass ich da eine Verbindung zu dieser mütterlichen Ahnenlinie bekomme. Und dann habe ich zwei Dinge gleichzeitig gemacht. Ich habe angefangen, eine Kette zu bauen für mich und meine mütterlichen Ahnen. Und ich habe gleichzeitig einen mitochondrialen DNA-Test gemacht, also eine Analyse reingeschickt in ein Institut in Tschechien. Die machen das, hier in Deutschland ist das leider verboten. Und ja, und das war jetzt vor einem guten Jahr, also zur Wintersonnenwende vor einem Jahr, nicht letztes Jahr, sondern davor das Jahr, 2018. Und dann ist was ganz Erstaunliches passiert. Ich habe mich auf einmal wirklich mit dieser mütterlichen Ahnenlinie unwahrscheinlich verbunden gefühlt. Ich habe einen Kontakt zu meiner Großmutter bekommen, einen Kontakt zu meiner Urgroßmutter, den Kontakt zu all den Müttern, die davor waren, im 19. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert, im 17. Jahrhundert, zurück bis zum Jahrtausend, zurück bis zum Jahr Null sozusagen, also Christi Geburt, wo halt unsere moderne Zeitrechnung anfängt. Weiter zurück, bis in die Bronzezeit, bis ins Neolithikum, bis ins Paläolithikum hinein und dann ich bin wirklich weit gewandert, hinunter bis nach Afrika, wo wir alle unsere Ahnen herkommen aus Afrika. Und so bei 200.000 Jahren habe ich dann mal Schluss gemacht. Das reicht auch. Ja, aber es war ganz spannend. Und ein paar Tage später bekam ich dann diese Analyse von der mitochondrialen DNA. Und die hat mir etwas bestätigt, was ich immer schon irgendwie so innerlich gefühlt habe, so eine Ahnung gehabt habe, so eine Erinnerung. Ich wusste nicht, wo das herkommt, aber es war so, ja, und ich konnte es nicht greifbar machen, einfach weil mir das Wissen fehlte. Und diese Analyse sagt eben, dass meine mitochondriale DNA zu den ältesten gehört, die hierher überhaupt nach Europa gekommen sind. Also sie ist über 50.000 Jahre alt, zu den modernen Menschen. Also meine Ahnen sind eben aus Afrika über den Nahen Osten, über den Balkan, die Donauroute heraufgewandert bis nach Mitteleuropa, dann eben auf die Schwäbische Alb, die Alphöhlen. Ja, da war ich habe da ja eine Weile sogar gelebt, und das war total toll da. Auch die ganzen Höhlen da habe ich einen Blog dazu geschrieben. Bis hinunter dann in die Pyrenäen, nach Frankreich, Südfrankreich, Nordspanien. Und auch dort war ich schon mal gewesen, und das ist aber sehr, sehr lange her. Und ja, mir fehlte damals natürlich komplett das Wissen, was ich heute habe. Ja, und während ich an der Kette gearbeitet habe, an meiner Ahnenkette, bin ich an einen Punkt gekommen, wo auf einmal das Auffädeln ganz leicht ging.
Vorher war immer wieder, ist eine Perle runtergefallen oder sie ist kaputt gegangen oder es ließ sich überhaupt nicht auffädeln. Es war teilweise ganz schwierig. Manchmal ging es leicht und manchmal war es echt schwierig, diese Perlen auf die Kette aufzufädeln. Und auf einmal war ein Punkt erreicht. Ich wackele hier so ein bisschen, weil ich muss das von der Hand halten. War ein Punkt erreicht, wo es nur noch Ruhe war. Es war Frieden, es ließ sich alles leicht auffädeln, es war leicht, es war so eine innere Leichtigkeit da. Das heißt, ich spürte diese Leichtigkeit meiner Ahnen von, ja, es war so ungefähr vor 3000 Jahren. Ja? Und danach, je weiter ich in die Vergangenheit zurückgegangen bin, desto friedlicher und liebevoller und achtsamer ist es geworden. Dieser ganze Stress, dieser Druck, diese Angst, diese ja, Kämpfe, dieses Lebenskämpfen, das war da nicht mehr. Ne? Und dann bin ich auf auf das kollektive Urtrauma gekommen. Also kollektives Urtrauma ist ein Begriff, den ich jetzt so geschaffen habe. Es gibt das kollektive Trauma, das eben viele Menschen betrifft, die einer Bevölkerungsgruppe zugehören. Ich hatte da ein Webinar am Montag gegeben. Ja, und das kollektive Trauma, dieses kollektive Urtrauma ist eben entstanden hier bei uns in Mitteleuropa durch die zum Teil sehr gewaltvolle Einwanderung von Hirtennomadenstämmen zum Ende des Neolithikums, zu Beginn der Kupfersteinzeit und die hier in Europa eben mit Gewalt ja, die Bevölkerung zum Teil ausgelöscht haben, zum Teil eben gerade die Frauen als Beutegut angesehen haben, die Männer umgebracht haben. Das ging völlig bis zum männlichen Genozid, zum Beispiel in Spanien, das ist nachgewiesen. Und unter diesem Trauma leiden wir heute noch. Und dieses Trauma vererben wir weiter. Ja? Über die ganzen Jahrtausende, über die Jahrhunderte hinweg. Dieses Trauma wird von Generation zu Generation weitervererbt. Und deshalb sind wir heute hier auf Mutter Erde in einem Punkt angelangt. Wenn wir dieses kollektive Trauma nicht auflösen, dann werden wir uns gegenseitig vernichten. Ja, es hat was mit Heilung zu tun, denn diese Heilung kann ich aber nur bei mir selber machen. Ich kann nicht zu jemandem sagen, zu jemandem hingehen und sagen, hey, du musst jetzt dein kollektives Trauma auflösen. Greift sich an den Kopf und sagt, ja, spinnst du, ne? Ich bin nur überhaupt nicht traumatisiert, ne? Und ja, unterstützt dann aber da, total zum Beispiel das neokapitalistische Patriarchat. Und das ist aber nicht traumatisiert, ne? Deshalb, ich kann das immer nur bei mir selber anfangen. Und das kannst nur du auch eben bei dir selber anfangen. Wichtig ist dieses Bewusstwerden über das kollektive Trauma und dass du deinen ganz persönlichen Urtraumapunkt auflösen kannst, wenn du eben diese Ahnenkette baust. Ja? Hilfreich ist natürlich der mitochondriale DNA-Test, muss man aber nicht machen. Aber es ist praktisch nochmal so eine Bestätigung. Das fand ich schön. Ja? Und ja, wie so eine, weil meine Ahnenkette ausschaut, also die ist insgesamt relativ lang, die ist fast 2 Meter lang. Also hier ist so der Anfang. Ich kann leider jetzt nur eine Hand nehmen. Man sieht also so die einzelnen Perlen und Zeitentrenner und das geht dann so, wie gesagt, knapp 2 Meter lang für 200.000 Jahre. Irgendwann muss man dann auch ein bisschen kürzer treten, kann dann nicht mehr jede einzelne Perle für eine Mutter nehmen, weil sonst würde die Kette sehr schnell mehrere Kilometer lang werden. Ja, wie kommst du dazu, auch eine Ahnenkette zu bauen?